Hey Leute, willkommen zurück zu Mad Max. So, am letzten Part sind wir ja hier im Arsch der Welt, glaube ich, unter Gastown angekommen. Das heißt, erstmal einen Weg hier rausfinden. Und hier geht schon die Treppe hoch, also ich hoffe, wir finden den Weg ganz schnell. Und da müssen wir unsere Karre finden, weil hoffentlich haben die nicht verschrottet oder sonst was mitgemacht. Da waren wir jetzt, glaube ich, schon eine gewisse Weile weg. Oh, da ist er. Ja, ich bin am Leben, aber wo ist unsere Karre? Okay. Der hat den Big Chief versteckt. Gut, und wo finden wir es? Achso, der steht schon direkt hier. Hä? Ich dachte, wir müssen erst mal finden. Aber gut, wir haben direkt die Karre. Das heißt, weg hier. So schnell wie möglich. Oh ja. Boah, ich mag unsere Karre. Die ist hammerfett. Noch ein bisschen mehr Tune, dann haben wir schon die Überkarre hier. Warte, was? Ah, ich muss wieder zurück? Warte, was steht da? Baue zwei Bauprojekte in Deep Friars Temple. Pill, schließe drei Ödlandsmissionen ab. Okay, das habe ich geschafft. Was für eine Festung? Deep Friar? Kennen wir den? Nee, ne? So, ich glaube, das ist die Festung. Was ist das für ein Ding? Einfach ein übercooler Eingang. Sieht danach aus. Ups, was zur Hölle war das? Irgendwas gestolpert, aber okay, gut. Okay. Jetzt müssen wir jemanden scheiß Bauprojekt zu Ende bringen. Das heißt, erstmal irgendeine Scheiße finden. Oh, das ist hier da vorne schon irgendwas. Okay, nicht rennen. Okay, dann eben nicht. Okay, gut. Dann mache ich mal die Scheiße hier. Und ich hoffe, dann kann ich die andere Mission wieder machen. Waffenkammer bauen. Oh ja. Ja, komm. Ruckzuck, Schraub, Schraub, Klopf, Klopf. Und fertig ist das Ding. Oh ja, Munitionskette wird jetzt automatisch befüllt. Und jetzt ist die Hauptmission wieder verfügbar. Wow, dafür bin ich hergekommen. Nice. Oh, hallo. Na, was machst du denn hier? Scrotus is tearing up the town for you. We gotta get out of here. Aber ich war schon praktisch draußen. The prize. Where is it? If you help me. My daughter. You gave me the chance to free her once. She ran, aided by the old man. I never helped you. Don't. I see what's behind the crazy in your eyes. I will help you find what you seek. And then you will bring me my child. The big chief. I need it. Now. Through here. In Stankum's garage. You'll have to drive it out of there. I'll find you after. And you will do right by me. Now go. Mann, vom Nahen sieht ihr Gesicht echt schrecklich aus, ey. Von weiter Entfernung ist es besser. Okay, erreicht es Denkams Werkstatt. Ich dachte, jetzt krallen wir uns. Ey, na, es geht. Ich will doch nur hier durch. Nur durch, bitte. Ne, klettern, klettern. Nein, klettern. Okay, dann verkloppe ich die eben. Jetzt klauen wir uns natürlich diese. Ach, verdammte Wichser. Wir klauen uns den V8-Motor, glaube ich. Hoffe ich doch mal. Wir klauen uns einfach die Karre von dem Typen und dann können wir uns sehr wahrscheinlich dann einfach den Motor rauskrallen. Ich hoffe mal, das ist der Plan. Ich sehe nichts. So, komm, nach der da. Und dann noch ein anderer, offenbar. Zack, Schlitz, Schlitz. Und. Okay, jetzt endlich weiterlaufen hier. Mal schauen. Ich glaube, ich will jetzt ja keinen Schrott einsammeln. Ich hoffe, hier ist auch kein Schrott. Mann, hier sind aber noch mehr Gegner. Scheiße. Hey, also, ich meine, ihr seid ja voll nett und so. Ja, okay, also ich nehme alles zurück. Ihr seid nicht nett. Miesen Schweine. Werfen direkt mit irgendwelchen verdammten... ich glaube, das werde ich nicht schnell genug... Verdammt, ich muss gegen die kämpfen. Ha, ist das nicht gut. Warte, ich glaube, ich krieg noch. Ja, läuft. Mit zwei Schüssen. Alles ausgeschaltet. Ist das nicht schön? Okay, gut. Dann können wir jetzt die Scheiße in die Luft jagen. Und er läuft wieder nicht. Das ist ja unerhört. So, schmeiß. Ah, weg hier. 3, 2, 1. Oh, okay. Was cool ist, wir nehmen ja echt gar keinen Feuerschaden. Ich glaube, bei keiner Gelegenheit gibt es hier Feuerschaden für einen selber. Auftreten! Tritt die Scheiße auf! Oh, ist ja eklig.
Ja, keine schönen Trophäen. Also, ich würde mir das nicht in der Wohnung aufhängen. Oh, Baby! Wie soll ich das Ding rausfahren? Das Ding ist doch absoluter Schrott. Ich hoffe, es fährt noch wenigstens ein bisschen. Okay, aber jetzt natürlich müssen wir die Scheiße... Oh, ja, genau. Wartet mal ein Momentchen. Ich muss hier mich sammeln und euch einen Schuss verpassen. Ja, Double Kill. Oh. Ups, falsche Taste. Schon wieder. Aber okay, ich habe einen gekillt. Ja, komm, greif an. Dann weiche ich schon aus. Nein. Ich darf jetzt keinen Schlag mehr kriegen. Sonst wird es schmerzhaft. Ja, genau. Okay. Ich muss richtig... Nein! Da kann ich nicht ausweichen. Nein! Okay. Und geschafft. Okay, wie fahre ich das Ding jetzt heraus? Oder... Okay. Interaktion. Natürlich. Man schafft es ja auch nicht alles. Man schafft hier nichts, ohne irgendeine Sache davor zu erledigen, ne? Muss immer noch irgendwas erledigen, bevor man die Sache machen kann, die man machen will. Okay, so, hier ist aber ein Saft. Das ist so gut. Das ist so diese Kette an Sachen, die man machen muss. Und dann so, um die Tür zu der Sache zu öffnen, musst du erst nach außen rumlaufen. Sau. Das ist was richtig toll. Ich finde das aber zudem ganz gerade so lächerlich amüsant momentan. Ich kann es gar nicht auftreten. Moment mal, aufheben. So. Wie zur Hölle? Kann ich es rüberwerfen? Kann ich es mit hochnehmen? Klettern. Oh, er nimmt es mit. Oh, er ist multitaskingfähig. Geil. Okay, riskieren wir den Sprung hier runter. Okay, alles gut, alles gut. Nur fast gestorben. Okay, dann tank den Shit hier jetzt auf. Muss hier echt alles auf... Oh, was? Was? Das ist kein Auto. Das war was falsch. Ey, es reicht. So viel braucht er auch nicht. Der braucht nur so ein bisschen. Hier. Weg mit dem Scheiß. Brauche ich nicht mehr. Jetzt komm runter mit dem Teil hier. Oh, ich hoffe, das Ding zu fahren wird richtig cool jetzt. Rein da. Boah. Geil. Oh, voll das Monster. Oh, ich hoffe... Oh, wisst ihr, was ich hoffe? Ich hoffe, man wird jetzt daraus eine richtig krasse Karre machen. Das heißt, man wird jetzt die pimpen, anstatt die andere, die wir hatten. Oh, wäre das wahnsinnig geil. Das wird zu gut. Okay, jetzt muss ich zu Deep Friars Tempel. Naja, als ich da war, war es nicht wirklich ein Tempel, aber okay. Oh, der hat sogar Boost. Oh, geil. Aber stellt euch mal jetzt vor, wie ich den Typ jetzt wegrammen kann und wie ich mich selber wegficken kann. What the fuck, was mache ich hier? Nein, nicht rammen. Nicht rammen. Lass mich doch weg hier. Ich will doch nur weg. Ups. Ich hab dich nur berührt. Also, weg hier. Meine Fresse. Das ist so krampfhaft. Und der nervt auch noch von hinten. Ah, die sind gut, die Typen. Die sind gut. So, fick. Boah, Alter, was? Das Ding ist ja mächtig. Boah, jetzt kann ich das Ding bestimmt richtig heftig umfahren hier. Naja, okay, Wände kann ich nicht umfahren. Unpraktisch. Oh, meine Fresse, wie die mir in den Weg fahren und dann mega auf den Sack gehen. So. Kurz das Ding hier umfahren. Alles gut. Boah, krass, wie schnell es hier runtergeht. Oh, ich hoffe jetzt wirklich, dass wir die Karre übernehmen. Boah, die ist zu gut. Ist einfach One-Hit. Ist einfach verdammt wegrutschen und alles. Einfach nur kurz berühren und schickst du dir in die. Ja. Weil ist das Ding noch weg? Okay, da vorne. Da, die Fackel. Die Fackel signalisiert Sicherheit und Geborgenheit in einem Ding. Achso, was ist das für eine Scheiße hier drum? Von irgendwelche Feuerfackeln? Okay, cool. Oh ja. Okay, mal schauen, was wir zu Ding machen. Okay.
Warum eigentlich? Wir sind noch in Sicherheit, mehr oder weniger. Wir fernvermählen. Fusionieren. Genau, er ist der King hier. Mhm. Ich meine, da war vorhin schon jemand anders, aber okay. Ist wohl unser Thron. Hauptmission abgeschlossen. Warum ist alles so rot? Also, wenn ich schon fast tot bin. Okay, sieht wohl nicht so danach aus, als ob er das mit dem Ding... Als ob wir die fette Karre übernehmen. Na, schade. Okay, die Frage ist, was müssen wir jetzt machen? Oh, shit. Das Ding muss jetzt richtig abgehen. Oh, yeah. Wie, nein. Ach, die Ho, ey. Komm nicht zu nah, ich will dein Gesicht nicht sehen. Von Weitem siehst du besser aus. Hey! Where is the child? She'll know this. Tell her to trust you. Tell her Mama Hope is waiting. Here. She'll be here. That's where the old one brought her. This desert dweller with his cloak and his staff. He'll have kept her safe. Tell her. Tell her she is Glory. Her name is Glory. Hope and Glory. Cute. I never asked you your name. Max. My name is Max. Der hat diese unglaubliche Fähigkeit, mal beschissener, mal besser von Namen auszusehen. War bestimmt am Licht gerade eben. Bin auch bestimmt daran. Oh, jetzt bin ich mal echt gespannt, wie das Ding abgeht. Ich meine, ich merke gar nichts. Ich merke echt nichts. Ich meine, hä? Soll das Ding jetzt nicht voll abgehen? Oh, was? Ja, genau. Ja, Alter. Das bollert ja heftig. Was haben wir denn hier? Ups. Na, ich hau ab, ich hau ab. Ich bin nicht so stark. Ich hab nur einen geilen Motor jetzt, aber mehr auch nicht. Warte, ich schau mal kurz hier bei... nö, das nicht. Werkstatt. Jetzt haben wir doch diesen mega fetten Motor. Oh, wir haben nur diesen Anfangs-Shit. Wo das fast sogar dasselbe ist. Das ist ja enttäuschend. Wir können aber das einbauen. Oh, was zur verfickten Hölle. 1800. Ja, gut. Mein, ich hätte auch nicht vor, irgendwie irgendwann genug dafür zu haben. Also packe ich jetzt mal das darauf. Das sieht da so ein bisschen gepanzerter aus. Und ich habe wieder keinen Schrott. Ach, ist das geil. Okay, also wir können uns nicht wirklich irgendwas leisten. Also machen wir einfach eine Mission. Wo haben wir denn die nächste? Wo ist das? Für den Ruhm. Das hört sich irgendwie... Ich glaube, wir holen das Kind. Wahrscheinlich. Also würde ich sagen, fahren wir mal dahin und holen das Kind für sie ab. Damit sie... Vielleicht ist es ja doch nicht das. Vielleicht hat sie uns... Nee, es ist, glaube ich, das Kind. Ja doch, ich glaube, es ist das Kind. Also fahre ich da mal hin. Okay, wo geht's denn hier hin? Oder was ist hier los? Saint! It's not a good place.
Kate? The old man. As she said, the child's keeper. Was its keeper, huh? This is honorable work, yes? But to do good, it's best to be alive, no? Every second here, we risk everything! We're close to the Underdune. She's down there. That's what I'm saying! This is Buzzard Land! Finally, you see? We gotta burn! Light it up! Also müssen wir wieder da runter, wo wir schon mal waren, am Flughafen. Ich meine, der Ort ist cool. Was ist das so eine einmalige Sache, fand ich. Kam mir jedenfalls so vor. Oh, okay, folgen wir für den Reifenspuren. Oh, was haben wir denn hier? Aber es sieht interessanter aus hier. Was? Die Klemme fest? Oder was zur Hölle? Durchbrich das Top! Top. Da sind wir! Es sieht aus wie eine coole Arena. Oder? Na, okay, doch nicht. Sah kurz aus wie eine fette Arena. Ach was? Nothing to do but roam around until by chance they spew us out. For the child. But why? Why? Decke ist so niedrig, sein Kopf ist schon in der Decke. Deep in the gloom of their horrible tunnels, I'd wager. Erreiche die Grabungsstelle. Also irren wir jetzt hier wieder so ein bisschen herum durch die Katakomben des Flughafens. Und wir können einfach nicht ganz verdammte Stühle umfahren. Ist das Neues? Oh, es ist wieder so hammerdunkel. Ich sehe fucking gar nichts und wir müssen zu Fuß weiter. Cool. Ist das nicht super? Das schön. Was zur verfickten Hölle? Ja, ich bin runtergefallen. Coole Sache. Ich glaube, ich würde sagen. Ach, was soll da jetzt einfach runterspringen? Dauert zu lange hier, die scheiß Leitern zu nehmen. Oh, der Sand. Oh, lass mal eine Handvoll mitnehmen, ey. Ich hab so voll Bock drauf. Was ist denn da passiert? Das ist ein bisschen tief. Aber nicht mehr. So. Okay, wohin? Upsala, what the fuck? Was ist hier los? Und jetzt stürzt das Ding ab. Ja, hab ich's nicht gesagt. Oh, ist immer noch scheiße dunkel. Heiliger. Ah, ich bin der Heilige hier. Oh, was ist da los? Oh, natürlich haut er ab. Was für ein Pimmel. Haut da einfach ab. Naja, ich meine, der hatte Raketen bei sich. Ich meine, komm, der hätte sich ein bisschen verteidigen können. Oh, 12 Schrott, was? Na naja, okay, ich sammle das auf, was ich zufällig sehe. Weil das direkt vor meinen Augen ist. Also keine Lust, in jede Ecke zu gucken. Weil es sowieso nicht lohnt, die 5 Schrott, die ich da kriege. Oh. Oh nein, nicht das Kind, ihr miesen Schweine. Die Fresse? Ja, komm her. In die Fresse auf jeden Fall. Ich finde immer noch die roten Augen so cool, ne? So eine Maske würde ich für Max irgendwie auch gerne haben. Das ist so mega stylisch. So. Zack, zack. Ah, die Kämpfe werden auch irgendwie nicht spannender, würde ich sagen. Ist irgendwie einfach nur Button mashen und hoffen, dass nicht einer von hinten dreckig kommt und dich tötet. Hallo, komm raus. Ich bin hier, um dich zu retten. Hey, hey, hey. You know, if there's another one. Down here. With that name, Glory. No. Dickle. Down there. Okay, es gibt noch mehr. Die ist schon abgehauen. Oh, aber ja, Kinder in dieser Welt aufzu... Ja, generell Kinder in der Welt, sich das vorzustellen, die sind einfach direkt... ist kein Ort für die hier. Oh, was zur Hölle, was? Achso, okay, in dem Raum. Ich dachte mir, jetzt kommen 3 Räume. Was zur Hölle? Zum Glück nicht. So, finde Glory.
Oh, was? Ich muss in 3 Löcher runter? Ach, scheiße, verdammt. Okay, mache ich dann. Natürlich, mehr kämpfen! Holle! Kloppe, kloppe, kloppe! Und, naja, komm schon. Ach, könnt ihr nicht einfach umkippen aus Altersschwäche oder so? Ich meine, ihr müsst ja locker schon Monate, Jahre unten sein. Oh, nicht? Komm, Mantmesser-Exekution und. Dass ihr überhaupt noch lebt. Gott. Oh, bitte sei hier, bitte sei hier, bitte sei hier, Glory. Ich wette, es ist nicht hier. Man findet es, ich glaube, immer beim 3. Mal. Nie beim 1. Mal. Sieht einfach genauso aus. Mit einer etwas anderen Hautfarbe. Okay. Haben sich aber ein bisschen hier Mühe gegeben, ne? Bei den Kindern. Ich bin gespannt, ob die nächsten 2 genauso aussehen. Glory vielleicht nicht. Aber der andere, der noch random ist, der wahrscheinlich schon. Bitte sei Glory, bitte sei Glory, bitte sei Glory. Und es ist wieder dasselbe Kind mit einer anderen Hautfarbe. Diesmal will es nicht rauskommen. Ich bleib in meinem Loch. Ich bleib hier. Ich bin gut. Ich hab alles Gutes. Ey, was ist hier los? Erdbeben? Finden Ursprung. Warum Ursprung? Wir wollen doch immer noch das andere Kind finden, oder nicht? Ist doch voll dumm. Na, was ist denn das, der Ursprung hier? Was haben wir denn hier? Song ist aber eng gestürzt? Hä? Oh, da, das Loch. Gucken. Bitte sei hier. Oh, da ist ein Skelett, nicht gut. Ist da noch jemand? Ah, das Seil ist abgeschnitten. Das muss unser Kind sein. Es ist überdurchschnittlich intelligent. Finde Glory. So, wo ist es lang? Also hier. Durch die Spalte. Bitte sag nicht, es ist weit weggelaufen oder es versteckt sich hier in der Kiste. Your mama's name is Hope. She's got red hair. She calls you Glory. Mom alive? She is. She's waiting for you. Okay, bringen wir sie sicher hier raus. Oh, gemeinsam durch den Spalt. Das könnte aber eng werden. Muss aber alleine durch, oder? Oder? Wie wollen die das machen? Ja, alleine. Aber ich hoffe, uns kommen keine Gegner entgegen. Das ist richtig scheiße. Müssen sie sicher herausbringen. Das ist das erste Mal im Spiel, wo ich denke, so, die müssen wir am Leben halten. Alle anderen waren mir bis jetzt irgendwie vollkommen egal. Irgendwie ist es so bei Kindern. Die will man irgendwie. Zu meinem Leben erhalten, ne? Bring Glory hier ran, Hiloth. Schon, weil fucking Chum Bucket ist ja abgehauen. Wie wollen wir jetzt weg? Hey, cool, eine Karre. Ich hoffe, der Typ, der da drin ist, steigt aus. Oh, hey. Du siehst ja richtig toll aus. Pass auf dich auf. Ich kümmere mich mal um die Spinner hier. Nein, nicht den. Ach, verdammt. Ups. Verdammte Scheiße. Nein. Kann ich einen Schuss verpassen? Bringt ihm das? Warum treffe ich immer nur einen? Ich will eigentlich mehrere treffen. Warte, Moment mal. Ich glaube, ich krieg jetzt hier. Nein, ich. Immer noch nicht. Komm. Da haben sich locker 3 angereiht. Das war gar kein Schaden. Das ist toll. Wow. Oh, das wird zumindest ein bisschen Klopperei. So, 5 Minuten Gekloppe später. Endlich fertig. Ah, die Dinger, die dauern natürlich so lange zu machen. Eigentlich geschafft und sie ist immer noch in Sicherheit. Ole. So, komm. Ja, lass weg hier. Ganz schnell. Ab ins Fahrzeug mit dir. Hopp, hopp. Okay, ganz ruhig. Wir haben ja Zeit, wir haben alle umgelegt hier. Schön ins Auto setzen und abhauen hier. Gut gepanzert ist das Ding auch noch. Da wird keiner versuchen, die zu entern. Ja. Räum mit dir und nicht auf die andere Seite und nicht gleich fertig, wenn wir Chum Bucket sehen, ne? Der kriegt gleich einen Tritt ab. Dafür, dass er abgehauen ist. Kann er doch nicht machen. Wir retten hier gerade ein Kind.
Wir brauchen unsere Karre. Okay, zu ihrer Mutter. Ich hoffe, wir finden einen guten, guten Weg hier raus. Ja, zurück zu Mama. Oh, ja. Überraschung. Was? Ich kann Minen werfen? Was? Das nenne ich fett. Minen werfen. Wie geil ist das denn? Hier. Schluck mal ein paar Minen. Ach, verdammte Scheiße. Aber sowas will ich in meiner Karre auch haben. Da muss ich mal Chum Bucket mal drauf ansetzen, nachdem ich ihn voll... Oh, shit. Die können das auch machen. Hier, fresst ein paar Minen. Schmeckt nach Kuchen. Glaub mir. Richtig lecker. Aber nice. Minen. Wie fett ist das denn? Komm, fress noch ein paar Minen. Ich will das sehen, wie der da reinfährt. Ja, komm, komm, fahr. Oh, die fahren da nicht rein, die sind nicht so blöd. Gott verdammt, warum seid ihr nicht so blöd und fährt da nicht rein? Sollst du nicht vor mir fahren? Ich will dir eine Mine geben, nicht nur mir. Ab auf die Straße wieder hier. Nicht mit mir. Alter, hinter mir ist noch einer. Guck, den will ich einen verpassen. Scheiße. Ah, einer habe ich getroffen, einer habe ich getroffen. Sieg, Sieg, Sieg. So. Haben die verkackt oder was? Ja, haben die offenbar. Okay. Dann zurück zu Deep Friars Festung, wo Chum Bucket wieder an seiner Boxe macht und die Mama von dem kleinen Kind hier ist. Are you going to stay with me and my mama? No. Why? We can be three. You can be father. Oh, yeah. Oh, das ist so süß. No. Oh man. I travel a lot. Ah, leider. Wann das schön wäre. Ah, wenigstens vereinen wir Mutter und Tochter wieder. Und eigentlich ist es ein bisschen unschlau, dass wir hier wieder Guest Town sind. Ein ziemlich unsicherer Ort eigentlich für sie. Mal schauen. Ihre Mutter kann sich ja um sie kümmern jetzt. Oh ja, du wirst sie sehen. Ist irgendwas passiert? Okay, alles gut. Alles gut. Mama! I found you. Okay, sie hat einen ziemlich großen Kopf. Ist mir gerade so aufgefallen. Okay. Gut, wir sind jetzt quitt mit ihr wahrscheinlich. So, wo ist der kleine Hosenscheißer? Wirklich? Ich muss jetzt die Karriere nehmen oder muss ich schauen, wo er sich in die Hose gemacht hat? Ist er hin? Gone. Where is he? Where's the car? Hey! Be still. My fingers ain't dirty your wagon. Where's the hunchback? Where is he? Where is the car? I don't know. Heard he said he was taken to where he was born. He said he cared about it. He raged about that wagon like he was raging about some fine dame. The ship. You let him go. No. You let this happen. It's no affair of mine. It is now. I need your fastest machine. It's yours. Take what you need. Your machine is gone. You were betrayed. So what? Stay with us. Make a life. When are you gonna have another chance? Our contract is done. Hey. It's a person. For you. Together we can build more than a life raft. Ah, schon so eine gemeine Sau, aber ja, kann man schon verstehen. Er ist schon ein ganzes Leben lang, mehr oder weniger, die ganze Zeit lang hier alleine und jetzt wieder sich in irgendwas zu binden, ist schon schwer. So, kein Magnum Opus. Was? Der Zeit im Kontakt. Wo ist der Sack? Der ist in seinem gottverdammten Loch hier am Arsch der Welt oder was? Das miese Schwein, ne? Ich kann aber Schnellreise hinmachen, ne?
Nein, kann ich nicht. Ah, was zur Hölle. Aber ich kann dahin schnell Reise machen. So. Boah, ich will jetzt einen guten Grund wissen, warum der Sack abgehauen ist. So, jetzt bin ich mal gespannt. Irgendwie warum raucht es da? Was macht der da? Was zur Hölle macht er da? Ich hoffe für ihn nicht, dass er die Karre irgendwie geschrottet hat oder so. Und da überhaupt irgendwas mit der Karre gemacht hat. So, du mieses Schwein, wo bist du? Hä? Ist er wieder reingedonnert und das war's? Was hat er gemacht? You came for me. You came for me. I should kill you for this. Hail the champ! The ruination of Stankum, they said. The one who thieved my big block. And my concubine. Not to mention the one who ran a saw blade into Lord Scabrous Scrotus's very brain. Einfach einen Schwanz auf seiner Brust hat. Was ein Idiot. Cutting dead stump. Saw your ride. Followed it here. We all followed it here. Found your monkey. And that monkey was made to sing. About you. A woman. A child, a whole little family. You must be the dad. Well now, daddy's gonna die. Ah, das ist dieses miese Schwein, das am Anfang schon diese Scheiße hier in die Luft gejagt hat. Das ist cool. Endlich, Rocho. Ja, komm, greif, oder greif auch nicht an, weil ich ihn nicht ausweichen kann. Ah, der weicht aus. Kann ich... Ah, okay. So, kurz anbrechen. Und jetzt wird wieder eine Minute lang auf den rumgekloppt, bis er umfällt. Und endlich fertig. Oh, jetzt sieht er noch hässlicher im Gesicht aus. Ich meine, what the fuck, davor sah er schon mega AIDS aus. Echt? Da war hier der Sack. He heard that monkey song and he dug it about a little. Ich kann mir schon vorstellen, was passieren wird. Er wird... Ja, er wird sie kidnappen. Das Kind, die Frau und alles andere. Und den Hund auch noch. Überfahr ihn! Aber hammerhart. Oh ja. Ah, das war so klar, dass das passieren wird. Ah. Die größte Schwachstelle hier, wenn man irgendwie eine Familie oder so hat, dann hat man schon so ein bisschen verkackt. Katsching. So. Okay, fahr zu Deep Friars Tempel und ich hoffe, oh, es wird sehr wahrscheinlich so sein, dass sie gekidnappt sind. Das heißt, wir kommen an, sie sind weg. Okay, komm, heul noch ein bisschen. Okay, bist fertig mit rumheulen? Gut, okay. Okay, dann würde ich sagen, im nächsten Part, oh nice, wir haben Schrott bekommen. Nochmal kurz was upgraden, irgendwas ganz schnell, was sich lohnt. Ich glaube, es lohnt sich gar nichts, oder? Nee, ich werde dafür sparen einfach, es wird hier zu lange dauern. Und ja, ich bin im Part an der Stelle, im nächsten Part fahren wir zu Deep Friars Fan Tempel. Und der heult immer noch. Wow. Kannst nicht aufhören, ne? Vollsuse. Ja, ich fahre am nächsten Part direkt dahin. Die werden da bestimmt schon gekidnappt sein. Und ja, ich würde sagen, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.